Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb freuen genauer an. Fangen wir mit den Sätzen an. Ich freue mich schon, Sommer. Ich freue mich, damals. Die Freude, nächsten Sommer. Die Freude, das Fest damals. Ich erfreue mich, dies, Bild. Die Freude, Freunde. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Über, B. Der, C. An und D. Auf. Setzen wir ein. Ich freue mich schon auf den Sommer. Freuen auf Zukunft. Ich freue mich über damals. Über mit Gegenwart und Vergangenheit. Die Freude auf nächsten Sommer. Zukunft. Die Freude über das Fest damals. Vergangenheit oder Gegenwart. Ich erfreue mich an diesem Bild. Sich erfreuen an plus Dativ. Die Freude der Freunde, das ist Genitiv. Genitiv, Plural, der Freunde. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Ich freue mich schon auf den Sommer. Ich freue mich über damals. Die Freude auf nächsten Sommer. Die Freude über das Fest damals. Ich erfreue mich an diesem Bild, die Freude der Freunde. Und jetzt eine kleine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss! Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb umziehen genauer an und wie man es verwendet. Zuerst die Sätze. Endlich ist er umgezogen. Er zog eine neue Wohnung. Den alten Schrank hat er genommen. Er hat ihn geräumt. Jetzt zieht er um. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Mit, B. Ein, C. Nichts, D. Sich und E. Ein. Setzen wir ein. Endlich ist er umgezogen. Das heißt, er hat jetzt eine neue Wohnung. Er zog in eine neue Wohnung. Das Verb ist hier ziehen und die Präposition in plus Akkusativ wohin.
Den alten Schrank hat er mitgenommen. Mit ist hier ein Präfix, mitnehmen. Er hat ihn eingeräumt. Ein ist hier auch ein Präfix, das Verb ist einräumen. Jetzt zieht er sich um. Sich umziehen heißt die Kleidung wechseln. Sich umziehen. Reflexiv und im ersten Satz umziehen, die Wohnung wechseln, nicht reflexiv. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Endlich ist er umgezogen. Er zog in eine neue Wohnung. Den alten Schrank hat er mitgenommen. Er hat ihn eingeräumt. Jetzt zieht er sich um. Jetzt kommt eine kleine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb handeln und einige dazu passende Präpositionen an. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Handelt diese Geschichte. Sie handelt. Punkt, Punkt, Punkt. Einer Frau, die. Punkt, Punkt, Punkt. Handelt diese Firma. Sie handelt, Punkt, 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 teuren Produkten, Punkt, 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 handelt es sich hier, hier handelt es sich, Punkt, 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 Mord. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Mit, B. Von, C. Worum, D. Womit, E. Wovon und F um. Setzen wir ein. Wovon handelt diese Geschichte? Sie handelt von einer Frau, die, das ist das Verb handeln von. Womit handelt diese Firma? Sie handelt mit teuren Produkten. Das ist das Verb handeln mit plus Dativ. Worum handelt es sich hier? Hier handelt es sich um Mord. Das ist das Verb sich handeln um plus Akkusativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Wovon handelt diese Geschichte? Sie handelt von einer Frau, die. Womit handelt diese Firma? Sie handelt mit teuren Produkten. Worum handelt es sich hier? Hier handelt es sich um Mord. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.
Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben sitzen und setzen etwas genauer an. Zuerst die Sätze. Sie sitzt auf Stuhl. Sie setzte sich auf Stuhl. Sie saß auf Stuhl. Sie setzt Hund auf Stuhl. Setz hin, nicht auf Sofa, sondern auf Stuhl. Und jetzt die Möglichkeiten, die wir einsetzen können. A. Dich. B. Die. C. Das. D. Den. Und E. Dem. Setzen wir ein. Sie sitzt auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Dativ. Wo auf dem Stuhl. Sie setzte sich auf den Stuhl. Auf den Stuhl, wohin? Akkusativ, auf den Stuhl. Sie saß auf dem Stuhl. Wo? Dativ, auf dem Stuhl. Sie setzte den Hund, Akkusativ, auf den Stuhl. Wohin? Akkusativ. Sie setzte den Hund auf den Stuhl. Setz dich hin. Sich hinsetzen, das ist ein reflexives Verb. Setz dich hin, Akkusativ. Nicht auf das Sofa, Akkusativ. Wohin? Auf das Sofa. Sondern auf den Stuhl. Wohin? Auf den Stuhl, Akkusativ. Und jetzt noch einmal. Sie sitzt auf dem Stuhl. Sie setzte sich auf den Stuhl. Sie saß auf dem Stuhl. Sie setzt den Hund auf den Stuhl. Setz dich hin, nicht auf das Sofa, sondern auf den Stuhl. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal ganz kurz. Wo? Dativ, dem, der, dem, den. Wohin? Akkusativ. Den, die, das, die. Das gilt für Wechselpräpositionen.